Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Zelda 2. Ich habe wieder erwartend doch noch ein bisschen trainiert. Deswegen sind wir nicht ganz am exakten Ausgangspunkt wie vorher. Jedenfalls sind wir jetzt auf der Suche nach dem versteckten Bewohner der Stadt, damit wir die Erlaubnis bekommen, den Fluss zu überqueren. Ihr seht auch, wir haben jetzt über 1000 Erfahrungspunkte, gleich natürlich weniger, wenn wir öfter getroffen werden. Jedenfalls sind wir relativ nah am Level up. Und dann werden wir diesen Part auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Abenteuer erleben, wo wir auf jeden Fall so ziemlich alle unsere drei Leben brauchen werden. Auf der Suche nach einem Gegenstand, der uns das Abenteuer erleichtern kann, aber den müssen wir jetzt erstmal erkämpfen, diesen Gegenstand, und zwar hart erkämpfen. Und hier ist diese geheime Hütte. Und hier ist dieser versteckte Bewohner. Tatsächlich. Bagu ist mein Name. Zeig mal eine Notiz dem Flussmann. Wow. Ich finde es echt cool, was für innovative, tolle, ausschweifende Gespräche hier geführt werden. Okay, jedenfalls sollen wir... Ach, verdammt. Ja, Leute, was geht denn hier jetzt ab? Schnell leben. Sonst haben wir schon direkt ein Leben verbraucht und das wäre tödlich. Denn, ja, wir wollen so ein labyrinthartiges Gebirge begutachten. Und es hat es wirklich in sich. Aber das werdet ihr alles in diesem Part erleben. So, jetzt hier möglichst ohne Leben lassen durchkommen. Bitte irgendwie. Es muss möglich sein. So, das Ende ist in Sicht und damit auch das Dorf und damit können wir uns wieder aufheilen. Es sei denn, ich mache noch irgendwelche groben Fehler, aber da ist das rettende Dorf. Was noch passieren könnte, ist hier wieder mit den falschen Leuten sprechen. Dann würden wir hier wieder Fledermaus-Action erleben, aber das hoffe ich jetzt mal nicht. So, wir müssen die gelblich schimmernde Oma, also... Momentchen mal, diese hier, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ich habe echt Angst davor, die anzusprechen, aber das war die richtige. Und ich hoffe, dass es die hier auch nochmal war, ne? Die uns heilt, die unsere Energie auffüllt. So. Sehr gut. Und damit haben wir die Erlaubnis. Du kennst Bagu? Dann kann ich dir helfen, das zu überqueren. Natürlich. Und einfach so zaubert er eine Brücke herbei. Ein Zauberer. Ja, und die andere Seite der Stadt ist auf jeden Fall sehr, sehr leer gefegt. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir können jetzt hier in dieses Gebiet. Und das ist echt so ein Gebirgslabyrinth, was es richtig in sich haben kann. Ich glaube, man muss sich zuerst rechts halten. Kann natürlich auch alles hier schief gehen. Ja, oh Gott. Hier kommen auf jeden Fall noch allerhand Gegner auf uns zu. So, immerhin, wenn wir jetzt gleich schon mal ein Level abbekommen, das ist schon mal sicher. Und ich meine sogar, dass das Magie sein wird. So, erstmal hier mal schauen. Alles schon mal zurechtlegen hier. Unsere Magieattacken und dann hoffe ich, dass wir hier aber erstmal so jetzt durchkommen. So, und Hilfe. Hua, boah, gut gemacht, oder? Das war hier skillig durchmanövriert und dann lassen wir uns doch wieder treffen, natürlich. So, jedenfalls haben wir jetzt gleich in 10 Erfahrungspunkten das Level up erreicht. So, und zwar genau jetzt. Und tatsächlich erhöht sich hier die Magie. Das ist schon mal richtig nice. Richtig, richtig nice. So, okay, jetzt haben wir hier weiterhin einen weiteren Höhleneingang. Alter, ich habe richtig, richtig Schiss. Wenn ihr mal sehen könntet, wie meine Hände hier am Controller festbacken, das ist schon nicht mehr feierlich hier. So,
Mit Shield, aber auch gekonnten Schlägen schaffen wir das. Da hätten wir uns Shield sogar eigentlich sparen können. Für den Typen. So. Ich hoffe einfach, dass wir hier richtig gehen. Wenn nicht, was auch passieren könnte, dann würde ich hier, glaube ich, ziemlich rumwagen. Und da ich ja eh kein richtiger Orientierungsprofi bin, könnte das echt hier noch lustig werden. Meine Güte. So. Ey, wehe, meine Rechtshaltetaktik funktioniert hier nicht. Hier gilt doch rechts vor links, oder? Ich glaube schon. So. Wir nehmen mal hier ganz fix live. Und... Wow, okay, das ist ein ganz gefährlicher Typ hier. Ja, müssen wir auf jeden Fall Jump einsetzen, weil ich glaube, diesen Äxten kann man so ziemlich gar nicht ausweichen. Wir haben zum Glück auch so einen Magiekrug. Das heißt, unser Leben können wir auch nochmal wieder auffrischen. Und... Was? Verdammt. Beeilung, 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 bloß weg hier. Bloß weg hier, ey. Ja, und ihr seht auch, wie viele Höhlen es hier gibt. Wie verdammt viele. Das ist echt nicht feierlich. Also wenn wir hier mit dem einen Leben im letzten Part hergegangen wären, dann, ja, hätten wir uns extrem mächtig aufgeregt. Weil wenn man hier Game Over geht, hier in den Gebirgen, wenn man schon ein paar Höhlen absolviert hat, das wäre so richtig, richtig, richtig schlimm. Richtig deprimierend wäre das. Also, oh, nächster Powerberg hier. So, ich glaube, wir sind schon größtenteils durch. Das Ding ist nur, auf dem Weg zum Gegenstand erwartet uns nochmal eine Höhle, die nochmal schwieriger ist als die Höhlen, die wir hier zu absolviert haben. Und ich habe Angst vor diesem Schleimi. Ach, Menno, und immer diese doofen Axtschwinger hier. So, aber immerhin ging das mal einigermaßen gut. Auch natürlich gleich der nächste. Warum auch nicht? Ja, und das alles nehmen wir nur auf uns für einen Gegenstand. So, und 200 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich mal richtig. Also, das nächste Level Up will ich jetzt schon anpeilen. Vor dem nächsten Game Over. Ohnehin, den Gegenstand will ich definitiv ohne Game Over erreichen. Aus, ja, eben genannten Gründen, nicht wahr? Weil nochmal das Ganze hier abgehen, ablaufen, nochmal die ganzen Gegner besiegen will ich nicht. Und ja, der hat uns auf jeden Fall eine Menge Energie gekostet. Richtig dumm, richtig ärgerlich. Ein einziger Treffer, jetzt auch noch einer hier. Und dann war es das schon wieder. Schon wieder ein Leben verloren. Ja, nicht wahr? Immerhin haben wir noch zwei. Und trotzdem, ich wollte hier eigentlich ohne Lebensverlust zumindest die letzte Höhle erreichen. Weil ich weiß noch, dass die es wirklich in sich hat. So. Ach Mann. Geh doch einfach down. So geht doch. Nächster Schleimi hier. Was ist das denn? Alter, 3 Meter weiter wäre ein Magiekrug gewesen. Der Tod war sowas von unnötig. Es war nur ein paar Meter. Oh Mann. Aber gut, keine Zeit aufzuregen. Hier haben wir das Loch und hier ist diese geheime Höhle. Und diese Statuen sehen schon krass aus und der Gegner ist auch krass. Ein Axtwerfer in Rot und wie gesagt, die haben es in sich und den können wir diesmal nicht ausweichen. Boah, okay, 100 Erfahrungspunkte geben die auch, also schon sehr ordentlich. Oh, Freunde. Ach, dann noch hier. Ein paar Federmausis. Ach ja, dieses Spiel. Ah, wir hätten die Kombi hochgehüpft und... Boah, wir haben 2 auf einen Schlag erwischt.
Das war gekonnt auf jeden Fall. Und diese Axtwerfer sind hier auf jeden Fall zu Hause. Diese Axtschwinger, Axtwerfer, whatever. Ach Mensch, okay. Schnell hier live und dann. Adios mit dir. So, hier gehen wir mal runter. Also bisher, wie gesagt, haben wir immer die richtigen Wege genommen. Jetzt hier Game Over zu gehen, wäre schon bitter, weil es bisher eigentlich bis auf diesen doofen Verlust des Lebens gut gelaufen ist und den kriegen wir auch noch down hier. Boah. Und jetzt hier auch noch solche Hüpfpassagen. Ich hasse solche Jump-and-Run-Passagen. Vor allen Dingen, wenn wir hier einmal runterfallen, ist es nicht so, dass wir nur ein Herz verlieren. Nö, wie gesagt, ein ganzes Leben. Und das wäre hier einfach unfassbar bitter. Vor allen Dingen, weil ich hoffe, dass wir dem Gegenstand hier jetzt sehr nah auf der Spur sind. Na, verdammt. So, dich haben wir besiegt. Nochmal 200 Erfahrungspunkte. Über 1100 haben wir jetzt schon. Sehr cool. Und nochmal so ein roter. Das gibt's doch gar nicht. Und dahinter ist der Gegenstand. Das haben wir kurz gesehen. Und jetzt haben wir noch ein Leben. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall auch aufs Blut verteidigen hier. Was mache ich da überhaupt? Ein Schild wollte ich einsetzen. So. Jetzt keinen Fehler machen. Dich irgendwie besiegen. Du brauchst 4 Schläge, glaube ich. Jetzt. Wie nervig, ey. So, sehr gut. Besiegt haben wir ihn. Und hier ist er, der Gegenstand, der Hammer. Und damit können wir diese Overworld-Steine beseitigen. Und das heißt, wir können deutlich schneller uns ja auf der Oberwelt bewegen. Und müssen zum Beispiel nicht mehr diese nervige Höhle auf dem Weg zum zweiten Dungeon zurücklegen. Ja, das ist schon mal richtig cool. Und diesen Gegenstand kann uns auch keiner mehr nehmen. Auch wenn wir jetzt in die Lava fallen würden, auch wenn wir Game Over gehen würden, diesen Gegenstand nimmt uns keiner. Das heißt, wir haben diese Labyrinthberge auf jeden Fall geschafft, und zwar besser als ich dachte. Ich hätte nie gedacht, dass wir das hier so locker schaffen. Aber auch einfach Glück gehabt, dass ich wirklich die richtigen Wege sofort gegangen bin. Und trotzdem fast Game Over gegangen. Also, nicht zu fassen. Ach, und diese Fledermausis hier. Die haben wir doch auch schon besiegt. Und trotzdem respawnen die hier und vor allen Dingen nerven die gerade extrem rum. Jetzt noch an den hier Game Over zu gehen, wäre schon richtig doof. Das gibt's doch gar nicht. Ist das alles nervig. Immerhin können wir jetzt schon die erste Belohnung hier holen, indem wir diesen Stein beseitigen mit Hilfe des neuen Hammers. Und hier kann man hinunterfallen. Und zwar bekommen wir hier einen weiteren Magiekrug. Container besser gesagt. Einen weiteren Magiecontainer, den sechsten. Sehr, sehr nice. Okay. Heißt also im Umkehrschluss auch, wir können mehr Magie einsetzen. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Auch wenn wir jetzt wieder gesundheitlich sehr angeschlagen sind. Und ich würde mal sagen, dass es hier beim nächsten Mal dann auch weitergeht, liebe Freunde. Und ja, bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao.